sind wieder hier von Moto Lifestyle TV und wir sind jetzt aktuell auf dem Stand von BMW Motorrad Deutschland. Und hier haben wir eine ganz coole Kooperation. Und zwar, wie ich gerade erfahren habe, stehen hier verschiedene Customize-Projekte, die von BMW Motorrad Deutschland verteilt wurden an verschiedene Customizer weltweit. Und das, was da rausgekommen ist bei den Umbauprojekten, das zeige ich euch jetzt. So, wir sind zurück, wie ich gerade erzählt habe, bei BMW Motorrad Deutschland. Neben mir steht der liebe Olaf. Olaf war richtig, ne? Ja. Olaf, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Grüße dich. Hallo, gerne, sehr gerne. Olaf, was sehe ich hier heute bei euch? Wir haben also unseren Motorradstand hier aufgebaut und haben eigentlich so zwei Seiten. Einmal den BMW-Direktbereich, das ist ein Customizing, was über BMW direkt, den auf den Händler möglich ist. Ja. Und hier auf der anderen Seite, wo wir beide gerade sind, haben wir ja unsere Customizer. Okay. Einige dargestellt, also wirklich richtige Umbauten, Unikate, absolute Einzelstücke. Was zeichnet das Motorrad aus, wo wir jetzt gerade vorstehen? Also immer wieder bei allen Unikaten, die wir hier sehen, ist die Grundbasis die R90 oder der Scrambler oder der Racer. Also normal immer Antriebseinheit, Rahmen sehr gleich geblieben, auch bei diesen Umbauten. Und dann hat man den schöpferischen Quellen, den Customizern, frei Hand gelassen. Was möchten Sie von diesem Fahrzeug gerne machen? Völlige Freihand. Völlige Freihand. Okay. Natürlich, man weiß, in welche Richtung so ein Customizer etwas macht, etwas denkt. Ja. Aber in der eigentlichen Ausführung hatte er freie Hand. Das ist extrem spannend. Was hat sich der Customizer-Betrieb, der dieses Basismodell von euch bekommen hat, hierbei gedacht? Was spiegelt dieses Motorrad wider? Also erstmal, wenn man sich das mal anguckt, auch auf dem Video ganz genau, diese Vollverkleidung, diese R90 jetzt bekommen hat, ist komplett aus Metall gefertigt. Okay. In diesem Fall ist es Aluminium. Ja. Und ganz wichtig, das ist absolute Handarbeit, was wir jetzt hier sehen. 100% Handarbeit. 100% Handarbeit. Der Metallverarbeiter, der damit was zu tun hat, wenn er ganz dicht dran geht, sieht hier, wenn man von uns mal rüber geht, auch auf der anderen Seite. Ich zeige euch gleich ein paar Nahaufnahmen. Ein paar Versenkungen, wo Schrauben angesetzt sind, von hinten, wo Schrauben abgeschrägt wurden, wo Rundungen genau ineinander passen oder auch so andere Extreme wie hier oben, ein Spann-Schnappverschluss nur aus Metall für den Tankdeckel zum Beispiel, solche Sachen. Hast du im Kopf, wie lange war die Schmiede beschäftigt? Ganz? Wir haben leider keine Informationen, aber ich bin mir sicher, in einer Woche Handarbeit wird er das mit Sicherheit nicht geschafft haben. Das unterschreibe ich so. Ich sage recht herzlichen Dank für ein paar Informationen hierzu. Vielleicht magst du uns noch ein anderes Motorrad zeigen. Ja, gerne. Wir haben nebenan noch was Interessantes, einen sogenannten Flat-Tracker. Ja. Unüblich, einen Boxermotor in einen Flat-Tracker einzubauen, okay. Aber es geht und ist designmäßig sehr interessant. Ich sage euch da drüben dann gerne noch was dazu. Super. Dann sehen wir uns gleich wieder beim anderen Motorrad. Bis gleich. So, wir haben kurz das Podium gewechselt und stehen jetzt vor was genau? Wieder einer Grundbasis, R90, in diesem Fall hier auch ein Scrambler. Und der Max Headroom, der Dan Reilly, hat hier gemacht einen Flat-Tracker. Okay. Deswegen komisch oder merkwürdig oder auffällig, weil normalerweise ein Boxermotor nicht in einen Flat-Tracker eingebaut wird. Normalerweise nicht. Aber, wie man sieht, es funktioniert. Es ist auch designmäßig sehr schön, sehr gut absolut gelungen. Macht für mich sogar persönlich den Eindruck, das ist ein Fahrzeug, was ich ganz normal auf der Straße fahren könnte. Das Wort könnte trifft es nämlich ins Schwarze. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, das ist sehr, sehr cool, aber das ist doch mit Sicherheit von der Stange. Aber wenn man jetzt genauer hinschaut, sieht man, das ist definitiv nicht von der Stange und für den deutschen Straßenverkehr auch absolut nicht zugelassen. Nein, also der Gedanke des Dan Reillys, der das Ding dann umgebaut hat, das Fahrzeug, war natürlich auch etwas zu zeigen, dass man so etwas machen kann. Ein Flat-Tracker mit einem Boxermotor, passend mit Felgen, also mit der Bereifung, mit der Sitzbank. So etwas bisschen Tankform, Lenker und Fahrwerk natürlich auch. Erstmal zum Zeigen, aber er möchte, wenn das Fahrzeug dann fertig mit der ganzen Ausstellung ist und gucken, was man damit machen kann, möchte in Amerika eine Flat-Track-Serie damit fahren. Mit dem Fahrzeug, vielleicht nicht ganz so wie es hier ist, vielleicht noch ein paar Verbesserungen zum Thema Mechanik, damit es also Rennen durchhält. Ja. Aber das Fahrzeug ist absolut fahrtauglich. Das klingt sehr, sehr interessant. Ich denke, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Nahaufnahmen von den ausstellenden Motorrädern hier und sage recht herzlichen Dank, lieber Olaf, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Bitte, gerne. Schönes Wochenende noch. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke, bitte. Darling, you send me.